Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5, Leute. Und heute spielen wir eine ganz besondere Runde Hide and Seek, Leute. Denn ihr könnt es schon sehen, heute haben wir Paulberger Limo-Autos, Freunde. Ey, ist das nicht krass? Wir haben einmal Paulberger Limo Pfirsich-Geschmack, Paulberger Limo Bubblegum-Geschmack. Dann haben wir noch ein Tarnmobil, Freunde. Und falls ihr euch jetzt fragt, was hat dieser grüne Truck mit Paulberger Limo zu tun? Ich sag nur so viel, Leute, die neue Paulberger Limo Sorte, die bald erscheint, hat eine grüne Dose. Ihr könnt ja mal überlegen, jetzt schon mal unten in die Kommentare schreiben, was das für ein Geschmack sein wird. Aber der Truck steht für die neue Paulberger Limo-Sorte. Und mein Gegner heute ist kein geringerer als Russik. Was geht ab, Bro? Ich weiß, Alter, welche Farbe der Geschmack hat, Gott. Bro. Was ist das denn für ein Geschmack? Nicht. Avocado! Nein, es wird kein Avocado-Geschmack kommen. Mann. Leute, ich denke mal, ihr alle wisst, wie Hide and Seek funktioniert. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, um die Autos hier in dem Gebiet zu verstecken. Und danach nochmal 10 Minuten Zeit, um die Autos von dem Gegner zu finden. Und die Autos dürfen wir dann für Challenges benutzen. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Checkt die Paulberger Limo aus. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go, es geht los. So, Russik, warum verfolgst du mich, Bro? Du versteckst hier direkt die neue Sorte, oder was? Direkt die grüne Paulberger Limo. Okay, okay. Damit du sie gar nicht findest, Bro. Aha, okay, das ist sehr mutig. Aber ich lasse dich jetzt mal ruhig verstecken. Ich fahre jetzt nämlich mal woanders hin. Alter, Leute, das ist hier ein McLaren. Ein Paulberger Limo McLaren, Freunde. So, wow, wow. Na, Russik, hast du schon ein Versteck gefunden? Ich habe eine Idee für ein Versteck. Aha, okay, das ist ja interessant. Erzähl mir gerne mehr von deiner Idee. Also ich sag mal so, ich habe es jetzt versteckt und ich finde es echt nicht schlecht so. Okay, das freut mich sehr für dich. Oh Gott, Leute. Das ist sehr gut. Also machst du jetzt schon mit deinem zweiten Fahrzeug weiter, Bro, oder was? Ja, Bro, ich habe den Lamborghini Bubblegum. Boah, den Bubblegum Lambo. Okay, das... Uff, oh mein Gott, nice, Freunde. Sehr, sehr nices Versteck hier an dieser Stelle. Oha, jetzt machst du mit deinem Bubblegum-Lambo weiter, oder was? Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, den will ich unbedingt ganz gut verstecken, weil der Bubblegum-Lambo ist OP, Bro. Was, das ist ein OP? Okay, Leute, Bubblegum ist natürlich auch übelst krass, Freunde. Wow, oh mein Gott, also wenn man den für die Challenges später hat, hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Den müssen wir jetzt auch richtig gut verstecken. Ich sag mal, lieber ein bisschen mehr Zeit für den Wagen hier so. So, okay, wo können wir denn schön verstecken? Na, Russe? Hast du denn schon ein paar schöne Orte gefunden? Ich habe den Bubblegum in einem Kaugummi-Automaten versteckt. Oh, okay, das wäre natürlich sehr, sehr strong, cool, wenn das so wäre. Leider habe ich keinen Kaugummi-Automat gefunden. Okay, okay, das dachte ich mir schon, dass du nicht wirklich einen Bubblegum-Automaten hast. Oh, Leute, nein, 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 was mache ich? Also bei mir, mein Bubblegum-Lambo sieht einfach nur schon übelst zerstört aus, sagen wir es mal so. Strong, strong, mach weiter so. So, oh, Leute, Leute, wir brauchen was richtig gut, um Gottes Willen hier. Du kannst ihn auch ruhig zum Rauchen bringen, vielleicht finde ich nein, ihn dann leichter. Nein, 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 oh Leute, da müssen wir echt aufpassen, dass wir den Wagen jetzt hier nicht zu krass zerstören. Ah, okay, wir versuchen es nochmal was an, wir versuchen doch nochmal was anderes. War doch nicht so ein gutes Versteck, was ich hier hatte für mein Bubblegum Lambo. Ich tue mir auch gerade schwer, ich sag dir ehrlich, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Warte mal, ich habe hier gerade echt eine Five-Head-Idee, Leute. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Das könnte gut sein. Was denn? Nix, nix. Okay, erzähl mal. Nee, du, alles gut. Du bist ja auch gerade so am Rumropen, ne? Ja. Ich höre das, dass du hier am Rumropen bist. Bro, ich bin hier durch die Gegend ich habe dich auch gehört. Das heißt wohl... dass wir nicht allzu weit voneinander entfernt sind gerade. Ich wechsle erstmal die Straßenseite, mein Lieber. Oh, ich weiß nicht, Leute, ob das hier gut ist oder schlecht ist. Nee, das ist kein gutes Versteck, Freunde. Wir müssen weitermachen, wir müssen weitersuchen. Das ist nicht gut hier. Ey, Leute, ich habe hier einfach immer noch nichts Gutes gefunden für meinen pinken Bubblegum-Lambo. Warte mal, was könnte... Oh mein Gott, ich habe gerade eine Five-Head-Idee, Leute. Ich habe gerade eine Five-Head-Idee. Hast du schon deinen Lambo versteckt? Ich habe mein Lambo versteckt und ich habe jetzt den McLaren fast versteckt, mein Lieber. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Ich habe sogar schon mein McLaren versteckt und jetzt schnappe ich mir mein Motorrad. Guckt euch mal bitte das hier an. Okay, das ist krass. Das ist krass. So, zack, okay. Also ich würde sagen, wir haben eigentlich ein ganz gutes Versteck für unseren Wagen gefunden. Oder, Leute, was meint ihr? Gut, dann machen wir jetzt aber schnell weiter mit dem nächsten, Leute. Let's go. Was? Du bist jetzt schon bei deinem letzten Fahrzeug? Ich bin beim letzten, Bro. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Du musst dich ranhalten. Ja, ich werde mich auch ranhalten. Als nächstes kommt hier der neue, oh, der neue Paulberger Limo-Geschmack.
So, und da brauchen wir natürlich auch was sehr, sehr Gutes. Beziehungsweise, ich glaube, das wird echt schwer, weil das ist ein riesen Truck hier, Leute. Das Ding zu verstecken wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Aber wenn Kannst das jemand schafft... Lass ihn einfach stehen, Bro. Ja, ja, ja. Ich werde bestimmt aufgeben, Bro. Bestimmt. Bestimmt werde ich das tun. Okay, was können wir machen, Leute? Du kannst mir auch einfach sagen, wo du so verstecken willst. Also jetzt habe ich auch mein Motorrad geparkt. Aha. Schön auf dem interessanten Versteck. Aha, ich sag dir ehrlich, okay. Finde ich spannend. Aber ich glaube, unmöglich zu finden. Alter, ja okay, Motorrad ist natürlich auch mit der Tarnung noch, ne? Das ist schon hart. Ja, das ist schon sehr ist hart. Ist sehr hart. Leute, ich glaube, ich sag dir ehrlich, ich werde hier ein bisschen was Bummimäßiges machen. Aber ist mir egal. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Also wir waren echt gut in der Zeit heute. Also heute echt schnell versteckt. Und wir machen jetzt mal weiter mit dem Motorrad, Leute. Weil das ist mein letztes Fahrzeug. Let's go. Ey, Leute, hier wurde einfach in der Zwischenzeit ein Taki-Transporter abgestellt. Was geht denn hier ab jetzt mittlerweile? Hab ich hingestellt, Bro. Okay. Gut, Freunde, weiter geht's. Also ich glaube Motorräder sind ja eh klein und super schwer zu finden. Und dann auch noch mit der Tarnung. Also ich denke, das wird fast ein Ding der Unmöglichkeit, das zu finden. Aber Freunde, ja, wer weiß. Mal gucken, was wir so Schönes machen, Freunde. So, also das, allein das, Freunde. Allein das wäre so ein hartes Versteck, ne? Alleine das wäre eigentlich so ein... Ich überlege das irgendwie gerade zu machen. Aber wir haben ja an sich noch ein paar Minuten mehr Zeit. Aber das ist ja allein schon so ein hartes Versteck, Freunde. Boah, Leute, warte mal. Ich glaube, ich setze sogar noch einen drauf. Leute. So. Was hast du denn davor? Also, Bro, ich glaube, mein Motorrad wird ganz, ganz schwierig für dich zu finden. Aber ich glaube, ich habe jetzt somit auch all unsere Fahrzeuge versteckt. Ich komme jetzt auch zum Spawn, Leute. Let's go. Also ich sag's mal so, Russig, ich habe diesmal ein bisschen was ganz anderes probiert, ja. Ich bin gespannt, wie du meine Verstecke finden wirst. Nimmst du das Bubblegum-Motorrad? Ich nehme das Bubblegum-Motorrad. Okay, dann würde ich sagen, Russig, ab jetzt 10 Minuten, let's go, die Zeit läuft. Okay. Ich bin echt gespannt auf deine Verstecke. Sollen wir wieder mit Fragen stellen machen? Ja, auf jeden Fall. Ich darf anfangen heute, obwohl du mein Gast bist. Nein, du darfst anfangen. Du bist der Gast, ja, okay, du darfst anfangen. Okay, dann stelle ich dir eine Frage. Aha, okay. Hast du was in einem Interieur versteckt? Fangen wir leicht an. Ja, ich habe was in einem Interieur versteckt. Und okay. Hast du etwas in einem Interieur versteckt? Tatsächlich nein. Was? Nee, diesmal nicht, Bro. Okay. Hast du etwas... das heißt drin, drauf, umherum, keine Ahnung, was bei der Chicken Farm Fabrik versteckt. Du wirst dich jetzt wundern, aber nein. Was? Auch nicht hier bei dem ganzen Chicken Farm Gelände? Okay, das ist krass. Das ist aber oh schon mein mal Gott, mein erstes Interieur, wo ich reinfahre, ich bin in ein Auto. Nein, erst in die Bank bin ich reingefahren. Nein, oh mein Gott. Leute, das heißt, wir können uns aber sparen, McLaren. Hier in die Chicken Fabrik reinzufahren. Okay, 1-0 für Russik. Ist natürlich jetzt ein guter Start, aber... jetzt ist natürlich auch eine Frage, hast du mehrere Fahrzeuge in einem Interieur oder nur eines? Nein, nur eins. Oh, nice, geil. Dann habe ich das... So. Oh, ich sag dir ehrlich, das war das erste Interieur, wo ich reingefahren bin. Alter, das... Ich vergesse mal, dass ich nicht in ein Interieur reinfahren muss. Weil Russik hat ja nichts im Interieur drin. Okay, nächste Frage. Ich bin dran. Nächste Frage. Hast du etwas auf einer erhöhten Position? Dach, Reklame, irgendwas? Ja, okay. Ja. Du? Habe ich was auf einer erhöhten... Obwohl, ja. Ich habe auch was auf einer erhöhten Position. Mhm. Ist diese erhöhte Position... Ich mache mal direkt die nächste Frage. Ey, kann man damit kein Wheelie machen mit dem Ding hier? Ist diese erhöhte Position zufälligerweise ein Dach? Ja. Oh, Russik hat was auf einem Dach drauf. Aber ist es bei dir ein Dach? Nein, oder? Bei mir ist es kein Dach, nein. Ach so. Alter, das könnte ja überall sein. Okay, ja. Nächste Frage, Leute. Ey, die Zeit läuft. Ich bin dran. Ist ein Fahrzeug von dir überdacht? Überdacht ein Fahrzeug. Warte, ich muss gerade mal überlegen, was ich überhaupt noch alles habe. In einem Haus oder unter einem Balkon oder irgendwie. Habe ich denn eigentlich meine ganzen Sachen noch? Du weißt selber nicht, wo deine Fahrzeuge sind. Nein, ich habe nichts überdacht. Hast du was überdacht? Ja. Oha. Okay, aber das ist gut. Wir wissen schon, er hat was überdacht und wir wissen, er hat was auf einem Dach drauf. Mhm. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich bin echt gespannt. Du hast irgendwie Bummi-mäßig beim Grünen gesagt, aber was soll Bummi-mäßig sein? Also ich habe wirklich, eigentlich an sich, wenn ich jetzt so an meine restlichen Verstecke denke, Leute,
Sind die eigentlich wirklich alle bummimäßig? Also irgendwie habe ich nur ein Auto gefunden und du noch keins. Also ja, ey, es ist voll schwer. Okay, andere Frage. Hast du etwas am Rand der Map versteckt? Nein. Nichts am Rand, also da nicht am Strand, an den Schienen hinten so, das ist ja alles Rand. Nee. Strand hier? Nee. Auch nicht. Du? Hast du dich selber hops genommen? Nee, eigentlich nicht wirklich, Bro. Also ja, jein. Also ja, jein. Es ist in der Nähe eines Landes. Okay, in der Nähe eines Landes. Aber ich würde es jetzt nicht direkt, also es ist wäre jetzt nicht zum Beispiel. Also, übel schwer. Ja, na gut, okay. Aber warte mal, das heißt, du hast. Ey, also eigentlich, ich muss safe die Städte absuchen. Ich muss hier die Stadt absuchen. Ja, weil Russik hat was auf einem Dach, unter einem Dach, nichts am Rand. Das heißt, wir müssen hier in die Städte gehen, Leute. Wir müssen hier diese Häuserblocks absuchen. Die Häuserblocks sind aber auch immer sehr. Also ich hab nichts am Rand. Du musst echt mittig gehen. Oh, bei mir. Mittig. Ich finde mittige Verstecke, die mittigen Verstecke sind aber auch schwer, Freunde. Die sind auch eklig. Was sagt eigentlich unsere Zeit? Oh mein Gott, 4 Minuten sind schon um von den 10 Minuten. Ich habe noch nichts gefunden, Freunde. Ja, dann such mal besser. Ey, das aber kann doch nicht sein. Das kann, ich hab irgendwie durch Glück eins, weil ich das in dem Interieur müssen wir ja nicht reinfahren. Hä, wo hast du denn dein Fahrzeug? Überdacht. Hast du etwas mit dem Schrottplatz hier zu tun? In einem Container oder sowas drin? Nee. Okay, Schrottplatz. Ein Fahrzeug ist von mir in der Nähe des Schrottplatzes. In der Nähe aber des Schrottplatzes. Nicht Schrottplatz. Wir gehen mal hier ein bisschen schön auf eine. Oh, warte mal. Was lächelt mich denn da hinten schönes Pinkes an? Wichtig, was Leute. Denn? Da haben wir doch den Bubblegum Lambo auf dem Dach gefunden, nein. Leute. Richtig und wichtig. Wir bringen das erste Auto ins Ziel. Weiter haben geht's. Lange gebraucht? Ich habe sehr lange gebraucht. Also die Hälfte der Zeit ist jetzt schon rum. Also das ist eigentlich. Ich bin überhaupt nicht, gut, Bro, in der Zeit. Ist das das einzige Ding, was du auf dem Dach hast, oder hast du noch was auf dem Dach? Nee, das war das einzige. Das war das einzige. Das heißt, jetzt müssen wir eher nach überdachten Locations schauen. Und wie ich den Russ. Warte mal. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir hatten doch letztes Mal, als wir Hide and Seek für dich aufgenommen haben, da war doch dieses kleine, süße Versteck bei der Mechanikerwerkstatt, was dir so gut gefallen hat, was ich da hatte. Ist das etwa die überdachte Location? Ich fand das Versteck gut und ich habe echt überlegt, da zu verstecken, aber nein. Ah, schade, ich bin auch gerade da. Aber ich sag dir ehrlich, ich war kurz davor, genau in dieses Versteck reinzugehen. Ich finde aber nichts, Bro, nichts. Ey, es ist wirklich gerade schwer. Vielleicht sollten wir uns mal noch ein paar kleine Power-Tipps geben. Ja, paar gute Tipps. Ich sag dir ehrlich, ich habe echt Schwierigkeiten. Okay, ich gebe einen Power-Tipp, aber ich glaube, er wird dir trotzdem nicht viel bringen. Ja. Mein Motorrad ist in einer Bepflanzung drin. Ja, mein auch. Ich wusste das doch. Bro, oh mein Gott. Doch auch. Ey, wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Und wir haben einfach erst ein Auto beide gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Also ich habe eigentlich jeden Rang abgefahren. Nein, Leute, was? Seht ihr das gerade? Was lächelt mich denn hier an? Was hast du gefunden? An der Kirche, Bro. Wie an der Kirche? Nicht direkt an der Kirche, aber was sehe ich denn da im Baum drin da oben. So russig pupsig. Okay. Leute, wir haben den Geländewagen noch gefunden. Sehr, sehr wichtig. Gut, den haben wir schon mal abgesaved zum Spawn. Okay, weiter geht's. Nicht so, wie du denkst. Noch 3 Minuten, noch 3 Minuten, Leute. Ach, wir brauchen noch die Überdachte. Wir haben immer noch nicht die Überdachte. Ja, hast du, ja. Hast du einen Nebenjob als Bauer? Ah, du hast auch den Geländewagen bei der Farm gefunden. Bro, ich weiß nicht, ich war hier im Bauernhof und. Du hast ja gut geparkt, vielleicht kannst du später damit ein bisschen Getreide transportieren, wenn ich dich fertig gemacht habe. Ja, okay, gut. Er hat auch gefunden, Gleichstand, es steht wieder 2-2. Ich brauche aber noch deine überdachte Location, weil Russik hat schon gesagt, da ist noch was überdacht. Die Frage ist nur, was? Bro, wie soll man einen Busch finden? Ja, die Busche sind, ich sag ehrlich, ich versuche gar nicht, dein Motorrad zu finden. Okay, warte, ein Tipp, ist es in einem Baum oder in einem Busch bei dir? Na! Busch. Nein. No way, Bro. Hast du meinen Busch gefunden? Nee. Also erstmal bei mir ist es auch in einem Busch drin, nicht in einem Baum. Also musst du nicht in die Bäume reingucken. Noch als kleiner Tipp. Ich habe deinen McLaren gerade noch gefunden. Nein. Oh mein Gott, wichtig. Wir haben die beiden Paulberger Limo-Mobile schon mal gefunden. Okay, sehr, sehr wichtig. Und wir haben noch 2 Minuten Zeit, Russik. Also ich sag's mal so. Ich suche einen Busch und ein Lambo, aber wo soll das sein? Ich sag mal so, ich werde jetzt noch mal alle Büsche abfahren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in den 2 Minuten das Getarnte
Camouflage-Motorrad in einem Busch finden. Also die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, Freunde. Wir gucken jetzt hier mal noch weiter. Deine Zeit läuft, Russik. Ich hab das Busch-Motorrad. Nein! Nein! Ich bin gerade durch die ganzen Büsche hier vorbeigefahren, bin dagegen gecrashed. Lol, ey, Bro. Okay, Russik hat absolutes Glück. Russik hat absolutes Glück, Leute. Gut, ich muss jetzt auch hier die Büsche, ich muss auch die Büsche mir anschauen. Aber es könnte halt hier wirklich überall sein. Guckt euch an, eigentlich jeder Busch. Warte, mir fehlt nur noch dein Lambo, der ist doch nicht so schwer wahrscheinlich. Der Lambo fehlt und es ist jetzt gleich nur noch eine Minute. Okay, lasst uns beide mal noch einen kleinen Tipp geben. Ich frage mal ein bisschen was härter. Ist der Busch eher so mittig oder am Rand der Map, wo dein Motorrad versteckt ist? Eher mittig. Eher mittig, okay. Also was heißt eher? Es ist mittig, also nicht so. Deiner war relativ am Rand. Genau, genau. Aber ich hab da ein bisschen so die Vermutung gehabt. Ich gebe dir jetzt noch einen krassen Power-Tipp für mein Lambo. Okay. Und zwar, das ist das Auto, oder erhöhte es ist Position. Nicht das Auto, nein. Nein, also doch, es ist erhöhte Position und auch eher Rand der Map. Also das war auch das, was ich vorhin auch mit meinte. Es gibt nämlich nicht nur ein Auto, was eher am Rand der Map ist. Also muss es hier sein. Ja, das ist die Frage. Oh, Leute, Position, also wir können es komplett vergessen. Wir kommen, aber also hängt Zeit. Im Baum? 20 Sekunden. Ist deins im Baum drin? Mein Ding ist, ja, es ist sogar in einem Baum drin. Was? Ja, es ist in einem Baum drin. Nein. Es ist in einem Baum drin, Bro. Oh mein Gott. 10, 8, 7, no 5, way. 3, 2, 1, Zeit vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Und jetzt habe ich ihn gewonnen, den pinken Baum. Nein. Bro, pinkes Auto. Aber Bro, es war leider, die Zeit war abgelaufen. Ich muss man hab's gerade gewonnen, sagen. Den pinken. Hä? Gehört der Baum da hin oder hast du ihn gespawnt? Ich sag's mal so, Russik, der Baum, den habe ich da auch gerade hingespawnt. Der gehört hier gar nicht so hin. Aber ich dachte mir, pink zu pink. Bro, du hast gerade die Zeit abgezählt und dann in dem Moment habe ich's gesehen, so einen pinken Baum. Krass, gut. Dann hast du ja schon die Auflösung von meinem Versteck. Jetzt bin ich mal gespannt, wo dein Motorrad noch versteckt war. Ja, okay, wir sind bei Russik. Guck mal, wir fahren jetzt hier. Wir haben gesagt, mittige Büsche hier nicht. Nee, kleiner Prank. Bro, du weißt doch selbst nicht mehr, wo du das versteckt hast. Doch. Hier. Nein, bitte sag nicht irgendwo, wo ich 20.000 Mal vorbeigefahren bin. Hier, dieser Busch. Nein. Nein, bitte nicht, Bro. Ey, auf alles, Russik, auf alles. Ich war gerade hier gestanden eben noch. Leute, ihr habt es gerade im Video gesehen. Und ich gucke hier diese Büsche an. Und ich denke mir noch so, die Büsche sind zu klein. Das passt da nicht rein. Das habe ich mir gerade gedacht, weil das waren nicht so große Büsche. Oh mein Gott, lost. Aber okay, das heißt, wir haben beide aber an sich in der Zeit nur 3 Stück gefunden. Und da würde ich sagen, Leute, wir kommen jetzt zu den Challenges. Let's go. Okay, Russik, als erstes werden wir ein Sumo-Battle machen. Such dir dafür dein Auto gut aus, was du nehmen willst. Und Leute, ich glaube, ich weiß schon, welches Auto ich nehmen werde. Ich nehme nämlich meinen Lambo. Ich sag dir ehrlich, ich werde Zeit für einen Kampf. Oh, okay. Paul Berger Bubblegum vs. Paul Berger Peach. Ab zur Sumo-Map, Leute. So, Russik, bist du bereit oder was? Ich bin bereit. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Okay, oh mein das ist spannend. Das ist wirklich. Okay. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin gut vorne kaputt gegangen. Ah, ey, was soll das? Hä? Ey, ich wurde hier angeleint. Wie angeleint? Dein Auto ist kaputt. Oh, Leute. Ich hab gesagt, dein Auto fährt nicht mehr, weil ich deinen Reifen kaputt gemacht habe. Nein. Alles gut. Oh. Ja. Oh nein. Ja. Leute. Okay. Leute, ist der Pfirsichgeschmack stärker? Ist der Pfirsichgeschmack etwas stärker als Bubblegum? Oh. Das ist jetzt spannend. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist. Ich meine, das sieht aber vorne gar nicht mehr gesund aus. Bei mir sieht's auch ganz und gar nicht gut. Oh mein Gott, Leute. Jetzt bis 1 oder bis so free? Oh, nee, nur bis 1, Bro. Okay. Ja, komm. Nein. Ey, Leute, mein Auto ist schon so destroyed hier. Ich glaube, das wird eher ein Battle sein, welches Auto nicht mehr fährt. Ja, ich glaube auch. Bam! So, wer hat mehr Power? Ich glaube, die sind echt beide gleich auf. Ich hab das Gefühl, sogar meiner ist ein bisschen stronger. Nein, du quatschst, Junge. Ich hab dich. Du bist ein Quatscher. Das sind hier meine Taktiks gewesen. Meine Taktik. Nein. Oh mein Gott. Nein. Er hat mich katapultiert. Ich werde dich runterstoßen. So. Ja, mein Plan ist aufgegangen. Oh mein Gott. Ich hab mich an der Mauer
Mauer gestützt und nicht wegkatapultiert. Leute, er hat mich hops genommen. Das Sumo-Battle geht an Russik, Leute. Oh mein Gott. Oh, Leute, ich glaube, ich habe mich echt falsch entschieden, weil jetzt als nächstes werden wir ein Rennen fahren. Da nehme ich hier natürlich den Paulberger Limo 40 McLaren. Aber Russik hat ein Motorrad, Freunde. Boah. Ich habe ein Motorrad, Bro. Das ist hart. Motorrad sind, ist halt einfach übelst wendig und so. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben, Leute. Und zwar, Russik, du weißt, wo wir hinfahren. Wie immer, wer zuerst Casino? Am Casino-Eingang ist, hat das Ding gewonnen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Eins, go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ey! Hä? Ich bin nicht da. Hä? Du sabotierst ja sogar. Ja. Oh, okay, komm. Aber ich glaube, meiner ist. Ich glaube, der McLaren ist aber. Obwohl. Oh. Ich komme aber. Nein. Vorsichtig, Bro. Nein. Okay. Du willst, dass ich hier diesen Modus auspacke. Okay. Oh, let's go, Leute. Mit 300 Brettern wir hier beim Highway. Mach ganz vorsichtig hier in der Kurve lieber. Weil ich bin da. Oh mein Gott. Mach du besser vorsichtig in der Kurve. Nicht, dass du noch von einem McLaren hier umgefahren wirst. Ich werde nicht umgefahren. Oh, Leute, das wird echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Danke für den Boost. Wir müssen ihn irgendwie sabotieren, Leute. Komm doch, versuche mich doch zu sabotieren. Ich fahre hier zwischen den Autos. Oha, wie schnell. So, 350. Im Highspeed ist der McLaren schneller. Highspeed sind wir richtig gut, Freunde. Schafft gar nicht. Wie viel schaffst du? 350 fahre ich. Und ich fahre gerade flawless. Ich fahre gerade perfekt, Leute. Ich fahre auch perfekt hinter dir. Es ist so dicht aneinander. Wenn du einen Fehler machst, ich bin da. Guck. Nein. Bro, das ist ja wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Russik! Mach einen Fehler, Bro. Mach du doch einen Fehler. Ah, nein. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh. Das Problem ist, beim Motorrad sind die Crashs nicht so schlimm. Nee, der war echt nicht so schlimm. Aber ich habe nach hinten geguckt, deswegen bin ich gecrashed. Oh, wir sind wieder auf dem ersten Platz. Das wird so eine knappe Nummer. Max, Achtung! Hinter dir! Zu sabotieren, Bro! Guck mal, wie knapp! 380, oh mein Gott, ich gebe hier alles. Ich gebe hier alles. Da hinten zu schauen. Nein. Leute, oh mein Gott, der Eklige, du Ekliger. Nein, ich bin weg von der Straße geflogen. Sehr gut. Nein. Komm, ey, Leute, das wird so knapp werden. Nein, Bro, abgekürzt. Ich bin da! Nein! Oh mein Gott. Bro, ich bin einfach von der Straße abgekommen und da hatte ich Schwierigkeiten, nach links zu kommen. Oh mein Gott. Ich bin hier. Alter. Ey, okay, Freunde, das war echt übelst knapp. Der Rennpunkt geht zum Glück an mich. Und du weißt, was das bedeutet. Jetzt das Finale mit einem Shotout-Battle. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zum Shotout-Battle. Beide müssen den God-Mode aktivieren, Fahrzeug zerstörbar machen. Wir beide deaktivieren. Deaktivieren, meine ich natürlich. Und dann, wer zuletzt überlebt, hat hier gewonnen, Freunde. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, in dieser Truck, Max, Leute. Max, es tut mir leid, aber ich werde gewinnen. Ich werde der Paulberger Limo-Gewinner. Okay. Ey, der Truck ist auch überhaupt nicht wendig, ne? Nee, ich habe echt einen Crash gebaut bei der Demo. Oh mein Gott, ey, du hast mir Platten geschossen. Kurz einen Reifen abschießen, Bro. Hast du auch schon Platten? Nee, taktischer Boss hat noch keinen Platten. Da wird es jetzt Zeit für einen Platten. Hast du immer noch keinen Platten? Nee, ich glaube, das hat so einen Sound gemacht, aber der ist noch nicht geplatzt. Mein Reifen ist nicht geplatzt. Aber ich werde gar keinen Platten. Jetzt hat er einen Platten. Sehr gut. Gleiches Recht für alle, Russik. Oh Gott, Leute. Ey, der Platten ist voll komisch. Oh mein Gott. Ich kann ihn gar nicht drehen. Lässt man es wirklich ein bisschen schwerer fahren? Du hast mich getroffen. Oh mein Gott. Wir sind hinter ihm. Hab ich auch getroffen? Nee. Bro, ja, wenn wir hinter ihm sind, können wir ihn sehr gut anvisieren. Oh, jetzt hast du mich getroffen einmal. Sehr gut. Ja, dreh doch, Russik. Ich kann nicht so gut drehen. Bist du nicht mehr so wendig oder was? Nein, wir sind gerade in einer sehr, sehr guten Position. Oh, wieder getroffen. Sehr gutes Positioning. Nein, wieder getroffen. Ja. Ich muss weg hier. Und gedreht. Oh mein Gott, ich hab auch noch halb. Oh mein Gott! Bro, ich hab ein Popelleben, ungelogen. Das war ein Millimeter. Ich hab gedacht, ich bin tot. Wie? Ein Freunde. Millimeter rot. Nein, ein er hat Millimeter. Mich erwischt. Er hat mich erwischt, Freunde. Oh und deswegen habe ich die Loser-Frisur bekommen. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Paul Berger hat einen Sieg. Checkt gerne Russik aus. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymix.